Hallo und herzlich willkommen zurück zu Creatures of Ava. Ja, wir sollen den westlichen Geschwisterbaum finden und mal schauen, ob das wirklich so lange dauert, wie ich mir das denke, bis wir diese ganze Quest hier mit den Geschwisterbäumen durch haben. So, das war dieses Rauchding. Ach, die können wir auch schon mal alle neu nehmen, ne? Wunderbar. Das ist irgendwo dahinter. Nehmen wir hier die nochmal mit, weil die haben wir weniger gesehen unterwegs. So. Ach, da komme ich gar nicht durch. All the rescue bots are now in place. I'll send the list of creatures we need to collect for preservation. Let's do this thing. Rettungsquests. Ach, das ist jetzt schon wieder was Neues. Jede Region in Ava, also Ava, hat ihre eigene Rettungsquest, die aufzeichnet, wie viele Kreaturen du von jeder Spezies gerettet hast. Ah, Moment, das steht dann rechts und über dem, über der Karte. So. Um in der Geschichte voranzukommen, musst du alle Hauptquests und die Rettungsquest abschließen. Ja, ist ja logisch, weil wegen der sind wir ja letztendlich hier. Okay, immer zur Datenbank hinzufügen. Aber... Ah doch, jetzt werden sie mir angezeigt. 10 von den Tieren brauchen wir. Dann... Nein, jetzt habe ich nicht zugehört. Ich habe nicht zugehört. Entschuldigt, entschuldigt. Kommt her, ich bin die Rattenfängerin von Hameln. Kommt alle mit. Oh, da hinten sind böse. Da hinten sind böse. Kommt erstmal hier rein. Ich schicke euch erstmal weg. So, und dann die Kamera. The infection is on you. You need help. Ja, wissen wir, wissen wir. In Galerie speichern. Zack. Müssen wir uns gleich drum kümmern. Ich wollte nur mal eben die hier noch einsammeln, bevor ich die vergesse. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie war das jetzt? Die Taste drücken, ne? Ich bin schon total... Alter. Das ist zu weit weg. Sehr schön. Folgt mir alle, ihr lieben Pferdchen. Ach so. Oh, Moment. Wieso haben die jetzt eine andere? Ach, das sind die kleinen Vögelchen gewesen, oder was? Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Gut, schicken wir einfach alle weg, kein Problem. Es tut mir leid, ihr lieben Vögelchen. Euch habe ich überhaupt noch gar nicht gesehen, dass ihr hier wart. Heieieiei. Okay. Jetzt habe ich total vergessen, wo der ist. Moment, wie kann ich da nochmal... Zoom war hiermit. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da, wo das Weiße ist, ne? Das heißt, ich muss dem Weg folgen und dann am Ende von dem... Also hier die Brücke wahrscheinlich, ne? Dann am Ende von dem Weg muss ich dann darauf treffen. Okay. Kann ich aber auch hier. Ja. So. Was seid ihr denn da hinten für Viecher? Ja, die sehen aber nicht gut aus. Speichern. Sind das auch Kreaturen, die ich kriegen muss? Weil die jetzt da so... Also sind die überall an diesen Erdhügeln wahrscheinlich, ne? Ich habe gerade Schluck auf, Entschuldigung. Ich kann jetzt ja gar nicht mal richtig reden. Hm, wenn ich mir jetzt die Vögelchen holen will, dann kommen die wahrscheinlich in den Weg, ne? Da hinten ist was Grünes. Ich kann sagen, irgendwas höre ich doch hier links.
Ausprobieren. Nein, jetzt habe ich das erste nicht gesehen. Mach nochmal. Ja, der war ein bisschen daneben, aber... Oh. Was? Was war das? Ach du Scheiße. Ja. Die kommen mir jetzt auch hinterher. Okay. Aber die stehen doch nicht auf meinem... Doch, das sind Fragezeichen, ne? Aber wieso hat er die dann nicht entdeckt? Ja, ja, komm mit. Wieso hat er die denn nicht entdeckt, als ich die gerade fotografiert habe? Das verstehe ich nicht. Das ist... Ah, da, doch. 5 davon müssen wir mitbringen. Okay. Ja, doch gut, dass ich nochmal hier hingegangen bin. Ich habe ein bisschen Angst vor denen gehabt, ehrlich gesagt. La, 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 la. Das ist nur eine Erdhügel, glaube ich. Da ist gar keiner drin. Ja, kommt, meine lieben Tierchen. Kommt, seid ihr jetzt hier in meinem Radius? Hallo? Kommen die mit oder nicht? Muss ich nochmal neu spielen? Wieso muss ich das bei den anderen nicht neu spielen und bei denen muss ich das neu spielen? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. So weit weg. So, einer fehlt uns aber noch. Ich habe aber doch irgendwie einen gehört, so, wo ich da so ein bisschen hoch bin, oder? Kann das sein? Ich bin mich hier wieder mit komplett anderen Sachen am Beschäftigen, anstatt mit der Quest. Was auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch nicht so gut ist. Oh, da hinten, da sind böse. Gut, da sind auch böse. Hey, nein! Okay. Spiele eine neue Melodie. Der ist gezähmt, oder? Da kommt. Ja, okay. Komm mal mit mir mit hier. Oh Gott. Ich habe da aber ein Foto von gemacht. Also normalerweise müssten die das eigentlich annehmen hier. Aber der zweite ist jetzt nicht mitgekommen, ne? Hallo, der ist doch drin. We're doing a good job. So, meine ich doch. Ich muss aber trotzdem mal... Achso, Moment. Fertigkeitspunkt? Nee, ich habe... Hatte ich noch einen übrig oder habe ich einen neuen bekommen? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, ich habe einen neuen bekommen. Was ist das mit der Rolle? Konzentration. Ja, das wäre natürlich ganz cool. Aber ich denke, ich spare lieber dafür, dass ich den Rest erstmal kriege. So, Moment. Tutorial? Nee, Tutorial will ich ja gar nicht. Ich will... Das hier wollte ich, genau. Kreaturen? So. Mach ein Foto... Hä, wieso hat der das nicht angenommen? Ach, ich hab's auch nicht gestreichelt. Ach, scheiße, ja. Ich hätte hier noch streicheln müssen. Okay, aber ich habe ja ein Foto vom Gesunden gemacht. Wieso hat der das nicht angenommen? Stand da gerade was? Da stand nur Erdhügel, aber kann man nichts machen, ne? So, Moment. Jetzt gehen wir erstmal hier. Da ist noch einer. So, jetzt hat er es endlich mal hinbekommen. Das ist, glaube ich, kein anderer, ne?
Nee, das speichern wir dann nur in der Galerie. Okay. Boah, dein Ernst? Hä? Wieso geht das jetzt nicht? Was war denn das jetzt gerade? Nee, halt, stopp. Du bist jetzt ein Netter, ne? Ach, weil der nicht ganz draußen war, hat er das deswegen nicht gezählt. Ach. Ja, das kann sein. Das kann wirklich sein. Spiele eine neue Melodie. Oder sind die jetzt gezähmt? Kommt ihr mit? Ja, oder? Kommt mit, glaube ich. Das machen wir doch. Dass wir die erstmal wegbringen. Okay. Achso, wir müssen den auch noch streicheln, ne? Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm mal her. Ja. Mist. Streicheln. So. Ja, nicht dich. Oh, dich können wir auch mal streicheln. Ja, aber wir wollen den anderen streicheln. Och, jetzt hat die wieder den. Alter. Willst du mich verarschen? Mann. Flieg weg. Och, komm. Das ist doch nicht normal. Ich warte extra, bis das... Jetzt nehme ich das Rechte. Das ist trotzdem wieder der Vogel. Egal, ob ich das Rechte oder das Linke nehme. Es kommt immer dieser blöde Vogel dabei raus. Ich will aber nicht den Vogel haben, Mann. Och, komm, ey. Das ist doch nicht normal. Ich will dieses kleine Viech hier, diesen Maulwurf endlich mal streicheln. Hau doch mal ab, du blöder Vogel. Ja, endlich. Oh, ist der süß. So fluffy, I'm gonna die. Ja, ne? Finde ich auch. Also flauschig hätte ich jetzt nicht unbedingt vielleicht gesagt, aber ich hätte vielleicht was anderes gesagt, dass der so süß ist und so. Aber, was ist das denn? Ach, da ist wieder so ein Räucherstäbchen. Seid ihr alle hier drin? So, okay. Jetzt gucken wir mal eben hier. Wie komme ich denn da hin? Oh. Ich hätte irgendein Tier dazu nutzen sollen, ne? Shit. Kann man das hier nachlesen, was die genau können? Nutze die Fähigkeit. Anfällig für Infektionen, außerordentlich hart. Zange auf dem Kopf zum Graben und zur Verteidigung. Okay, die werden es wohl nicht sein. Vielleicht die Vögel? Ach, nimm dich in Acht, steht da nur. Hm. Ja, wir sollten mal die Koop-Fähigkeit tatsächlich ausprobieren. Und dann, ich denke mal, dann werden die hier angezeigt erst. Also wenn wir die ausprobiert haben, nicht vorher, so wie es aussieht. Ach Mist. Vielleicht können wir mit ihm auch da graben. Das könnten wir mal ausprobieren. Einen sollten wir ja noch übrig haben, ne? Aber was seid ihr jetzt hier genau? Ach so. Haben wir den schon mal gehabt? Infiziert? Anscheinend ja. Und du bist der gleiche hier, ne? Ja, ja, ihr seid die gleichen. Okay, na gut. Gut ist das nicht, aber... Geben wir mal unser Bestes. So. Du bist schon drin, ne? Dann komm mal mit. Versuchen wir mal, ob wir mit dir die Partnerfähigkeit machen können. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den da runterziehen können mit ihm. So, Ava-Sicht. Das war... Nee, LT. Binde. Kann Seile durchtrennen, um Brücken herabzulassen. Doch, das sieht aber gut aus. Ach, das ist ein Seil. Ich dachte, wir müssen das wegziehen oder so. Kralle. Nimmt der nicht ein, weil ich dahinter bin. Alter. Ich denke, du kannst das.
Hier vielleicht? Ah, okay. Verbindung trennen. Komm mit, komm mit. So. More lovely creatures rescued? Yes. Ihr hättet das Spiel echt die Rattenfängerin von Ava nennen sollen. Das würde mega gut passen. Okay, zwei Vögel fehlen uns aber noch hier in der Umgebung. Mit denen, die graben, müssen wir da mal gucken. Ob wir eventuell das Loch da hinten dann aufgraben können. Jetzt haben wir natürlich wieder zwei. Das wird wieder kompliziert werden. Ah, jetzt. Calm down. Calm down. Immer wenn ich ausweiche, habe ich den nicht mehr. Hallo. Wieso kann ich den nicht anvisieren, obwohl er draußen ist? Wieso geht das nicht? Bitte. Okay, wenigstens einer. Oh, come on. I want to help you. So. Kommt mal mit, ihr beiden. Ja? Ja, jetzt können wir dich auch mal vernünftig streicheln, mein Kleiner. So, kommt mit. Ich habe eine Aufgabe für euch, vorausgesetzt, dass wir die machen können. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen länger, bis wir überhaupt zu unserer eigentlichen Aufgabe kommen. verbinde. Achso, wir haben ja noch gar keinen. Moment. Verbinde. Zack. Erdbeben. Ey, das klappt wirklich. Wie cool. Das klappt wirklich. Kommt mal eben mit hin. Ist auch noch so ein Hügel. Eversicht. Verbinden. Ey, ist das cool. Zack. Das haben wir. Und zack. Das haben wir auch. Habe ich das jetzt genommen? Er hat es nicht angezeigt, aber ich habe es, glaube ich, genommen. Ausdauergetränk. Okay. So, dann folgt mir mal. Ich glaube, mehr Erdhügel, hoffe ich zumindest, haben wir nicht hier in der Umgebung. Ach, wir hätten nur noch einen mitnehmen müssen. Na, kommt ein bisschen näher hier. Komm. Der eine will schon gar nicht. Na gut. Wieso läuft der jetzt weg? Hä? Wieso ist der jetzt weggelaufen, wenn ich hier noch zwei brauche? Dann noch 10 von Kreaturen, die wir noch gar nicht kennen? Warte mal, wir haben gesagt, dass wir über die Brücke müssen, ne? Das können wir, glaube ich, mittlerweile auch wiederholen. Sind wir da oben jetzt eigentlich? Nee, wir sind da gar nicht rübergegangen, ne? Wir haben das nur geöffnet. Haha, das war natürlich sehr clever. Kann man auf die Blätter drauf springen? Nein, leider nicht. Okay. Was ist denn hier? Ach, hier wäre... Och nee, schade. Wäre wahrscheinlich noch irgendwas ganz Tolles gewesen. Ah. Natürlich habe ich sowas jetzt wieder verpasst. Ach, na gut. Ach nee, das war das mit den Räucherstäbchen hier. Genau. Oh. Feel the calm of this place. Ach ja, genau. Dadurch kriegen wir ja wieder Prozente bei unseren Punkten. Das war's. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt aber endlich mal zur Brücke und gucken, dass wir mal ein bisschen näher kommen.
Obwohl ich da hinten auch schon wieder gesehen habe, dass wir da hinten auch schon wieder Kreaturen haben, die wir wahrscheinlich retten müssen. Ich bin mal... Ach so, doch. Die Pferde hatten wir noch nicht ganz. Da hinten sind nämlich noch wieder... Oh, Leute. Tut mir das doch nicht an. Ich will eigentlich nur zum Ziel kommen. Nee, das war ein anderes. Ich habe jetzt nicht gesehen. Ich denke mal zu spät dran, dass ich gucken muss. Kommt schön alle mit. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt... Ach, das waren die einen hier. Okay. Kommt ihr auch schön alle mit? Nee, ihr habt wieder eine andere Melodie. Okay. Euch schicke ich mal eben weg. Dann hoffe ich, dass die mich jetzt nicht gesehen haben hier. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich von dir schon ein Foto gemacht habe im normalen Zustand. Doch, anscheinend schon. Kommen die anderen auch mit? Sehr schön. Und hier hinten habe ich noch welche. Oh, das wird... So, dann... Hallo, ich stehe die ganze Zeit auf der Kamera. Ah, jetzt. Irgendwie hakt der hier gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. So, von denen haben wir anscheinend auch schon ein Bild gemacht. Na gut. Dann... Haben wir alle drei umgewandelt? Ja, ne? So, genau. Kommt mal schön hier rein. Dann haben wir euch auch alle. So. Was ist das denn hier für ein... Da haben wir doch mal ein Bild von gesehen, oder? Hm, das muss ich mal fotografieren. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das auch eine Quest für später. Ich bin mir nicht sicher. Da hinten... Oh, da hinten kommen wir auch noch rein. Da hinten haben wir noch welche... Oh, was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Wie kann ich jetzt ein Foto machen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gerade. Achso. Ja, das war's falsch, ich weiß. Ach, da kommt immer ein anderer Ton dazwischen. Seid ihr die, die ich. Ah, komm mal her. Komm mal her. Oh, wie süß! So kleine Schweinchen. Hatte ich jetzt von dir ein Foto eigentlich eben gemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, wo kommst du denn jetzt her? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moment. What a beautiful creature. Nee, ich hatte noch keins gemacht, ne? Genau. Dann kommt mal mit hier. Ach so, halt, stopp. Wir müssen erstmal die Ava-Sicht machen. Damit wir das auch haben. Die Frage ist, was können die machen? Kann durch Kreaturenlöcher gehen. Kreaturenlöcher. Gut, Kreaturenlöcher. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich sehe sowas gerade nicht. Aber immerhin haben wir die schon mal verwendet. Dann können wir die auch hochschicken. Oh, ist das cool. Also es tut mir wirklich leid, dass wir so wirklich null von dem machen, was wir jetzt eigentlich gerade machen sollen. Ich bin so begeistert hier gerade von allem, was ich sehe. Oh. Ich wollte euch eigentlich fotografieren. Dann kann ich dich jetzt vielleicht fotografieren. Hallo.
Ach, die hatte ich schon mal in Dingsform. Stimmt. Ja gut, dann... Dann müssen wir den jetzt erstmal schnappen hier. Ja, es wäre nur schön, wenn du auch mitkommen würdest. Komm mal her. Ja, so ist brav, mein Kleiner. Komm. Ich bin die Rattenfängerin von Eva. Ich muss euch alle teleportieren. So, sehr schön. Das macht so unheimlich Spaß. Ich weiß auch nicht. Das war jetzt eins, was ich nicht konnte. Doch, das war eins, was ich konnte. So, dann schauen wir mal kurz, bevor wir da hinten hingehen. Was wir hier finden und ob wir jetzt hier vielleicht irgendwas Böses finden noch. Das wäre nämlich nicht so gut. Ich höre euch doch. Ach, da oben. Okay, hier unten ist, glaube ich, so ein Kreaturenloch, wie die meinten, oder? Okay, das war nicht so gewollt. Okay, die haben wir beide. Ist da noch einer drin? Nee, ne? Das sind nur die... So, mal eben schauen. Hier ist was zum Graben, das heißt... Das heißt, ich müsste dich wählen. Ja, keine Ahnung. Achso, das hieß nur, dass es eine Höhle ist, nicht, dass man da graben kann. Aber hier kann man was machen. Okay. Dann einmal trennen. Komm hier, ich muss dich auch nochmal streicheln, du bist so niedlich. So. Kann die jetzt nicht... Achso, wenn die spielt, kann die sich nicht ducken. Gesundheitsbooster. Hört sich auf jeden Fall schon mal positiv an. So, was ist mit... Achso, okay, Moment. Verbinden. Sehe ich nicht gerade was? Ach, dahinter ist ja noch einer. Nee, betritt das Loch. Ah! Das sind so Kreaturenlöcher. Okay. Cool. Und dann bräuchte ich den anderen, der gerade neben mir war. Den brauche ich dann nochmal, um da reinzugehen. Hä, warte mal. Was ist jetzt los? Das war doch gerade noch unten. Will er mich veräppeln? Das war doch gerade unten. Moment, dann bin ich hier rechts rum. Oder war das ein anderes? Ach, das war ein anderes. Ach so. Okay, ja dann. So, dann brauche ich dich. Du musst mal darüber. Kann der nicht darüber? Doch. Ich wollte gerade sagen. Der musst du doch gerade hier. Hä? Da musst du doch gerade irgendwas hier drin machen. Nicht doof? Oder war das in dem anderen, dass ich da was gesehen hatte? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Das ist einfach nur so niedlich. Okay, ich schicke euch mal nach oben. Ich glaube, ich kann den Rest sonst auch alleine. Hoffe ich zumindest. Die Frage ist jetzt nur...
Wie komme ich jetzt zu dem einen Ort, den ich jetzt hier freigelegt habe? Ist das hier oben? Ja, ihr seid doch lieb. Ihr seid doch... hier sehe ich jetzt gerade nicht. Aber es müsste doch, wenn, dann irgendwo hier oben sein. Ach, das sind die gelben, ne? Die kann ich wieder nicht... Wann kann ich die denn machen? Muss ich den dafür stärker machen mit den Punkten? Oder muss ich irgendwas lernen, damit es stärker wird? Das würde mich wirklich mal interessieren. Kommen wir hier noch höher? Aber kommen wir auch dahin, wo wir hinwollen? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Das ist so eine riesige Umgebung hier und man kann hier so viel entdecken. Das ist Wahnsinn. Also da kann man tatsächlich, schätze ich mal, keine Ahnung, wie viele hunderttausend Stunden hier verbringen. Was bist du denn? Untersuchen. Bereits untersucht. Das heißt was? Also wir haben jetzt anscheinend einen Fähigkeitspunkt bekommen. Gegenstandsdetektor, die Kamera vibriert, wenn ein seltenes Objekt in der Nähe ist. Während der Benutzung der Kamera werden außerdem Gegenstände in der Nähe erkannt und sogar durch Wände hindurch markiert. Oh, das wäre natürlich cool. Dann haben wir, wenn der Uschun-Zauber eine Kreatur schweben lässt, erzeugt er sofort eine Überladungszeit. Also, dass man mehr... Das wäre natürlich nicht schlecht. Der Basisstrahl absorbiert die Infektion jetzt schneller. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, gerade wenn man bei den Kreaturen ist. Ich würde sagen, dass wir das jetzt als erstes nehmen. Müssen wir auf die nächsten Sachen halt wieder mehr hinarbeiten. Also die, ich habe es jetzt eben nicht lesen können. Was war leider zu schnell wieder weg mit den... Kann man das nachlesen hier drin? Mit diesen Statuen? Ist das unter Sonstiges? Nee. Das ist die Galerie. Orte sind tatsächlich nur die Orte hier, ne? Ja. Nee, dann weiß ich jetzt nicht genau. Aber wir kriegen da auf jeden Fall Punkte für, wenn wir so eine Statue entdecken. Das ist auch schon mal... Moment. Was ist denn das da oben? Ach nee, das ist nur... Das ist aber nichts, was man fotografieren muss, oder? Das ist einfach nur so, ja. Aber irgendwo hier höre ich doch Vögel. Hallöchen, ich höre hier irgendwo... Ach nee, das sind die da unten. Das sind gar keine Vögel. Na gut, okay. Oh, was ist hier? Ist das wieder so ein Seilbahn? Lass mich raten, kann man wieder nur von unten machen? Nee, kann man von hier oben machen. Sehr, sehr geil. Und da unten ist das... Ach, da ist das, wo wir jetzt gestartet sind vorhin. Okay. Wir müssen eigentlich ja eine komplett andere Richtung. Was ist denn mit denen hier draußen, wo wir eben noch gewesen sind? Moment, aber ich weiß nicht, wo dieser eine Platz ist, den wir eigentlich jetzt freigeschaltet haben. Das würde mich jetzt noch interessieren, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Hm. Wahrscheinlich ist der hier hinter, ne? Hinter dem goldenen... Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ist es wieder aktiv? Oder hat man das gar nicht geholt? Das kann natürlich auch sein. So, ihr Süßen. Euch habe ich ja schon, ne? Genau, euch habe ich ja schon. Alter, was brüllst du mich so an? Oh! Calm down. Calm down. Alles gut hier. Jetzt kann ich euch streicheln, ja? Boah. Das waren diese Halbinfizierten, oder was war das nochmal? Die man dann nicht mit dem Strahl besänftigen kann, aber mit der Flöte oder sowas? Wieso haben die jetzt schon wieder dieses Zeichen?
Das weiß ich nicht mehr. Aber die waren auf jeden Fall jetzt wieder gut umgewandelt. Deswegen denke ich mir mal, müssen wir jetzt hier... Und wir können die halt nicht hochschicken. Wir müssen ja die anderen hochschicken. Wobei ich jetzt keine Ahnung habe, wo die jetzt sind. Da hinten sind sie anscheinend nicht bei. Wir wandeln die beiden hier nochmal kurz um. Okay, ihr seid schon mal umgewandelt, sehr schön. Was ist das denn hier? Kann man das wegmachen? Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Okay, wir sammeln hier die Sachen mal eben ein. Ihr merkt schon, ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt hier die Folge zu beenden, obwohl die Folge mittlerweile sehr, sehr lange wird. Ach, da hinten sind noch mal die anderen. Ach, wollt ihr mich denn veräppeln? Ah, komm, dann machen wir das auch noch schnell hier in der Folge. Naja, es war anders, ich weiß. Ich hab's nicht gesehen. Ach, das war das. Kommen sie alle an hier. Da kommen sie alle an. Was kann man denn hiermit machen? Ach, können diese kleinen Trüffelschweinchen hier? Können ja eigentlich irgendwas. Moment. Tunnelgräber? Kann Kreaturenbrücken über... Nee, das sind, glaube ich, immer wieder andere, oder? Ich verbinde mich mal mit euch. Könnt ihr was mit den Pflanzen machen, die ich jetzt nicht mitnehmen konnte? Die singen die an. Dann fällt da was raus. Ach, wie geil ist das denn? Bup. Dann kommt da was raus. Das ist ja cool. Sonst aber keine mehr, ne? Ja, ihr Lieben. Dich wollte ich gar nicht streicheln, aber es sieht auch sehr süß aus. Ja. Ich wollte eigentlich das Ding ja aufheben. So. Dann lasst uns mal eben erstmal, das ist doch das, was hier angezeigt wird. Ihr könnt mir folgen, auch wenn ich so schnell bin, oder? Kommt ihr auch mal mit hier? Ich brauche euch zwar alle gar nicht, aber kommt mal einfach mit. Umso mehr Kreaturen ich in Anführungszeichen retten kann, umso besser. Ich weiß ja nicht, ob das tatsächlich am Ende unser Ziel sein wird. Die wirklich alle wegzuschicken. Das ist jetzt so die Frage. Oder ob die dann doch auf die Idee kommen, ey, wir können das Ganze auch so machen. Wir können ja auch so retten, indem wir, keine Ahnung, die Kraft verstärken oder irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre natürlich auch cool. So, jetzt gucken wir hier nochmal ganz schnell. Das sammeln wir ein. Ich weiß nämlich nicht, denke mal, das respawnt sonst. Das nehmen wir auch mit, das auch. Und ich hatte hier noch eine Truhe gesehen. Moment, da ist noch was. Da ist auch noch was. Ja, ich weiß, ich glaube, bei mir werden die Folgen demnächst immer etwas länger werden. Können wir mit den Truhen so gar nichts machen? Ach so, nee, die Truhen, die zeigen, glaube ich, auch nur an, dass das hier eine Seilbahn ist, oder? Ich weiß es nicht. Was bist du denn? Du bist ein... Von dir mache ich aber trotzdem mal ein Foto. So. So. Okay, dann nehmen wir die zwei Dinger hier noch. Keine Ahnung, wo es da entlang geht. Können wir aber, denke ich mir mal, sicher mit dem... Was ist denn das da oben? Pflanze? Hier ist auch noch was, was wir einsammeln können. Okay. Ja, gut. Wir haben es in dieser Folge nicht geschafft, auch nur einen Millimeter näher zum Ziel zu kommen. Es tut mir wirklich leid. Das heißt irgendwie auch nicht, weil das Spiel war ja trotzdem sehr faszinierend und wir haben ja trotzdem sehr viele Dinge hier gemacht.
Aber wir haben halt die Aufgabe jetzt nicht gemacht, die wir eigentlich haben. Das heißt, naja, wir haben die Aufgabe gemacht, die wir halt danach bekommen haben, ne? Wir sollen noch 4 von den Tieren hier in der Umgebung retten. Da müssen wir da mal schauen. Wenn wir sowas noch offen haben, dann werden wir das auf jeden Fall so machen, dass wir, ja, also ich gucke immer, dass ich die versuche zu kriegen in dem Moment, wenn wir da in der Umgebung sind. Aber sollten wir die doch in dem Moment nicht bekommen, dann werde ich danach nochmal die Gegenden ablaufen. Das kann man, glaube ich, hier drauf sehen, oder? Kreaturen in der Nähe? Kreaturen in der Nähe. Ja, zumindest stehen die Dinger hier rum. Aber kann man hier auch... Moment, da 6 von... Ach ja, das Ganze hier ist das Grasland, ne? Die anderen haben wahrscheinlich eine andere Farbe. Dann kann man... Ach, das ist aber cool. Dann kann man genau sehen, wo die Kreaturen sind. Und dann genau gezielt dahin gehen. Und dann die wir noch brauchen... im Endeffekt holen. Können wir eigentlich... Nee, wir können kein Ziel hier reinmachen, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre cool gewesen. Aber gut, wir wissen dann ja ungefähr die Richtung, sage ich mal, wo wir dann hin müssen. Ah, und 6 Statuen haben wir hier noch und 3 Räucher, also Rauchfässer sind hier noch irgendwo. Und noch 6 Windspiele. Das ist auf jeden Fall was, was ich zumindest am Ende... Quest verfügbar? Y? Ja, ich will jetzt nichts Neues annehmen. Bevor wir das jetzt hier nicht erledigt haben. Also das werde ich auf jeden Fall mit euch dann quasi zum Ende hin nochmal machen. Den nehmen wir nochmal mit, weil ich wollte jetzt hier rüberspringen. Muss ich eigentlich da rüberspringen? Nee, ich kann hier durch die... Ach, ich muss durch die Schlucht. Ich hätte gar nicht oben rumgemusst. Ah, okay. Ja, gut. Und da hinten sind auch schon wieder neue Sachen, die ich machen muss und alles. Also, ja, dann würde ich sagen, dass wir hier tatsächlich jetzt erstmal einen Cut machen. Die Folge ist wahnsinnig lange geworden, das muss ich jetzt zugeben. Aber ich konnte mich einfach nicht losreißen und jetzt will ich mich ehrlich gesagt auch nicht losreißen. Aber ich weiß nicht, ob man es schon gehört hat in der Aufnahme. Mein Magen hat unheimlich geknurrt gerade eben und ich habe immer noch nichts gegessen und also noch nicht gefrühstückt, wohl bemerkt. Und wir haben jetzt mittlerweile auch schon wieder Mittag. Deswegen muss ich tatsächlich jetzt endlich mal dafür sorgen, dass ein bisschen was in meinen Magen reinkommt. Und so leid es mir tut, ich muss diese Folge erstmal unterbrechen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag weiterspielen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie euch es geht. Habt ihr das Spiel selber schon geholt? Habt es euch... Habe ich euch hier irgendwie angefixt oder so und habt ihr euch gesagt, boah, das ist so geil, das will ich mir auch holen? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, es interessiert mich. Oder, ja, möchtet ihr euch das Spiel vielleicht holen? Wollt ihr euch vielleicht noch ein bisschen das Let's Play angucken, bis ihr euch entschieden habt? Oder wie steht ihr generell zu dem Spiel? Sieht es für euch gut aus? Meint ihr, das macht Spaß? Also ich kann es wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich bin gerade total gehypt. Ich weiß nicht, warum irgendwie alles hier in dieser Umgebung hat mich in den Bann gezogen. Sei es die niedlichen Kreaturen, sei es, ja, dass man halt was machen muss, ne? So ein bisschen was hier für die Umwelt sozusagen tun muss. Also, beziehungsweise für die Tiere, dass wir die wieder gut machen müssen und alles. Vielleicht auch ein bisschen der Drang danach, was mit der Geschichte letztendlich passiert. Ich hoffe, dass wir am Ende auch rausfinden werden irgendwann, wo das Ganze herkommt, was wir dagegen tun können. Und ich hoffe, dass wir die Kreaturen dann alle am Ende vielleicht wieder auf diesen Planeten ja runterbeamen können sozusagen, damit die wieder friedlich hier in ihrer Umgebung leben können, wenn auch vielleicht an anderen Orten. Oder die gehen wieder alle dahin zurück, wo wir die hochgebeamt haben. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß, ich rede zu viel, aber ich bin gerade so gehypt von diesem Spiel. Ich kann es euch tatsächlich einfach nicht sagen. Like gerne dieses Video, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch das Spiel gefällt. Wenn ihr irgendwas zum Spiel wissen wollt, es steht alles in den Kommentaren drin. Spiel ist verlinkt, Entwicklername und so weiter sind verlinkt. Eigentlich solltet ihr alles dort finden, was ihr letztendlich braucht. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Oh. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.